Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich habe mich extra bis hierhin gespielt für euch wieder. Also es ist nach dem ersten Boss gerade mal. Habe ich extra für euch mir die Mühe gemacht und mich hierhin gespielt. Hab sogar First Try hingekriegt, den Boss zu besiegen. Und ich habe was gelernt. Man kann die Kugeln zurückschlagen. Natürlich nur, wenn man nicht so unfähig wie ich bin. Das ist natürlich eine Voraussetzung. Dazu kommt noch, ich habe herausgefunden, es gibt ein Arsenal. Heißt, es gibt nicht nur diese zwei Waffenauswahl, die ich habe, sondern ich kann auch andere Dual-Waffen haben. Dafür muss ich aber erstmal das komplette erste Level einmal completed haben. Und natürlich darauf achten, dass ich nicht immer zu häufig sterbe, by the way. Weil es kostet Kristalle. Und ja, ich weiß, meine Kristallanzahl ist ganz anders als beim letzten Part. Hat was damit zu tun... Alter. Hat was damit zu tun, dass ich ein paar Kristalle auf dem Weg gefunden habe. An Secret Spots, wo ich vorher nicht war. So. Ich versuche mal ein bisschen leiser zu sein, weil ich weiß, dass das Spiel extrem laut ist und ich mich dadurch selber nicht so gut höre. Unter anderem kriege ich von denen auch nochmal Kristalle. Und ja, Arsenal, wie gesagt, Freischaltung bei Levelabschluss wie auch bei Kristallhabungen. Achso, das ist, ja, okay. Hier, sowas zum Beispiel. Genau, da steht auch. Waffenlager in Waffenlager eingetaucht. Also, Arsenal eingetaucht. Wie auch immer. Auf jeden Fall steht es da. So. Übrigens werde ich euch beim dritten Part nochmal den Anfang zeigen mit dem Video. Ich hatte recht. Es hat bei mir sich aufgehangen. Warum, habe ich keine Ahnung. Aber ich werde euch das zeigen wollen. Also daher nicht wundern, wenn wir dann nochmal am Anfang sind. Ich werde dann auch danach direkt das als Extra-Part betiteln. Also wenn wir das erste Level komplett haben, kommt ein kurzer Extra-Part, wo ich euch dann das zeigen werde. Achso. Und man sollte nicht zu oft sterben, weil dann verliert man wieder Kristalle. Deswegen bin ich ganz dafür, dass ich es diesmal bitte schaffen werde. Ohne häufige Tode. Wie beim Tennis geht das hier. Einfach nur rechtzeitig zuschlagen und schon schießt man die Kugeln zurück. Natürlich, wenn man die Tasten nicht verwechselt. So, übrigens ein weiterer Boss. Holy Macaroni! Ihr seht, viele Schüsse gehen von mir daneben. Aber diesen Hercules Beetle oder auch Hercules Käfer genannt, werde ich locker hier wegrotzen hier. Wow!
Ah, Feuer, Feuer, Feuer. Ah, Fug. Also wenn ich die Füße weg habe, wie ihr seht, ist dann auch so, dass ich auf jeden Fall die Waffen sich nicht mehr schießen lassen, abfeuern lassen anscheinend. Und deswegen so schnell wie möglich die Füße immer weg haben, so dass wir dann nur noch den Kopf vor uns haben hier. Und schwupps auch ganz viel Damage austeilen, wie ihr oben in der Lebensleiste auch hier oben seht hier. Eine Voraussetzung, man sollte am Leben bleiben. Und ja, er wird aggressiver pro Phase, aber das solltet ihr ein bisschen im Hintergrund haben. Und wir haben ihn, wir haben ihn. Ja, da haben wir ihn doch jetzt down. So, jetzt werden die Kristalle abgerechnet noch, die ich dazu kriege. Und alter Falter, hat das Level gedauert, Leute. Ich sage es euch. Sind zwar vielleicht 30 Minuten, also wenn man mal 30 Minuten nicht weiß, was man tun soll und dieses Spiel besitzt, herzlichen Glückwunsch, spielt es auf jeden Fall. Es ist Hammer. Es macht Riesenspaß. Ne? Und nein, ich kriege dafür, dass ich dafür jetzt Werbung mache, kein Geld. Also nicht, dass ich wüsste. Aber trotzdem, ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Spiel, falls ihr es selber euch holt. Und ja, hier seht ihr nochmal erhaltene Treffer, 194 leider. Und ja, jetzt zeige ich euch noch schnell das Arsenal, damit ihr das auch nochmal seht. Also bitte kurz das Arsenal zeigen können, hoffe ich mal. Wir können jetzt Waffen in der Waffenkammer erstehen. Das ist sehr schön. Kleine Info nebenbei noch. Ich werde euch das Video doch nicht jetzt zeigen. Ich mache das halt ganz zum Schluss als Bonusmaterial. Okay? So, hier seht ihr mal das Arsenal. Jetzt kann ich nämlich hier auf eine Waffe klicken und sehe, was ich halt für diese einzelnen Waffen tun müsste. In dem Fall kann ich sie mir einfach kaufen. Habe dann in dem Fall die auch parat. Und kann sie dann auch beiderseits ausrüsten. Oder auch nicht. Ach nee. So, jetzt habe ich nur noch ein Juwel. Nicht genügend Kristalle, also die Kristalle muss man sich ja spielen. Auf jeden Fall haben wir jetzt einmal hier den Flammenwerfer, damit schießen wir schön Flammen. Und ich lese mal den Text. Sondert eine Flüssigkeit ab, die sich entzündet, wenn sie Luft ausgesetzt wird. Verbrenne deine Feinde im Lauf der Zeit. Und jetzt nochmal bei der Armbrust, natürlich auch klar. Logisch, Armbrust, wer kennt sie nicht? Einfach ein Bolzen rein und schon geht's ab. Und hier lese ich auch einmal euch den Text vor. Eine alte von den Scharabs hergestellte Waffe, die tödlich die Feinde in Brand setzt, Pfeile abschießt. Oh, Brand setzt und Pfeile abschießt. Ja, ja, okay. Das nächste, was ich mir holen will, ist dann das Maschinengewehr. Hier auch kurz den Text. Feuert eine schnellen Fluss mit einem erhitzten Kieselstein ab, effektiv im Nah- und im mittleren Bereich. Also wenn wir jetzt auf sehr hohe Entfernungen sind, sind die nicht so effektiv. Dazu kann ich euch nochmal die Pistolen, in Anführungszeichen, mal zeigen. Feuert eine Explosive mit erhitzten Kieselstein ab, die bei Aufprall erheblichen Schaden anrichtet. Entschuldigung. Auf jeden Fall gibt es hier einiges und da werden wir uns auch noch drauf, ja, noch weiter drauf beschäftigen. Ich werde das Spiel auch weiterhin let's playen. Wenn da weitere Updates kommen, werdet ihr auch das häufiger davon sehen. Jetzt seht ihr hier, können wir noch zwei weitere Sachen hier erstehen, aber wir können auch genauso gut im zweiten Teil rein. Aber ich würde mal sagen, das machen wir im nächsten Part.
Also entschuldigt mir, falls der Part zu kurz war. Ich sage euch nochmal Daumen hoch, Kommentar, ob ihr mehr davon sehen wollt. Und ansonsten viel Spaß bei den weiteren Parts von mir. Auf Wiedersehen, ciao, euer Saris meldet sich beim nächsten Mal wieder und tschüss.